Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Auflage des Volltreffers. Wir sind heute zu Gast hier in Hiddesen auf der Anlage des TC Grün-Weiß, denn das nationale jüngste Tennisturnier ist seit Mittwoch zu Gast hier in Lippe. Andreas, ihr seid wieder gänzlich ausgebucht, auch für die 43. Auflage. Wie schafft ihr es Jahr für Jahr, die Kinder zusammen mit ihren Eltern und Familien hier nach Lippe zu locken? Ja, das Turnier hat eine große Tradition. Du hast gerade schon zu Recht gesagt, 43. Auflage. Wir spielen seit 43 Jahren lang dieses Turnier. Und das Turnier hat aufgrund dieses Alters auch einen guten Ruf in Deutschland. Wenn man sagt, man hat beim jüngsten Turnier gespielt, ist es so, dass jeder Tennisbegeisterte weiß, was das bedeutet. Du hast die Geschichte des Turniers angesprochen. Becker hat hier gewonnen, Graf hat hier gewonnen, Kerber hat hier gewonnen. Auch Tommy Haas. Spielt das eine Rolle bei den Kindern? Kennen die diese Spieler teilweise überhaupt wie Becker oder Graf? Ja, sicherlich sind die Topstars bei denen bekannt. Da guckt man nicht so ganz weit in die Vergangenheit zu Becker oder Graf zurück, sondern auch aus den vergangenen Jahren sind Spieler, die hier gespielt haben und gewonnen haben, die den Kindern noch mehr sagen als die ganz großen Namen, die zu unserer Jugendzeit hier gewonnen haben und gespielt haben. Und das Konzept ist eindeutig, ihr macht ein Turnier für Kinder. Ja, wir bieten neben den Spielen auf dem Tennisplatz auch noch drumherum einiges an. Also wir haben einen Spielerabend, ein Player Party nennen wir das. Und unser Bestreben ist es, dass jedes Kind mindestens 3 Spiele auch hat. Es gibt 2 Kinder, die in diesem Jahr Historisches schaffen können bei der U12. Also das ist bei den Mädchen die Kim Martin, die kommt aus Bayern. Die hat jetzt das 4. Mal gemeldet bei dem Turnier. In den ersten 3 Jahren hat sie gewonnen. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, in diesem Jahr das 4. Mal zu gewinnen. Gleiches gilt für Tom Sickenberger. Auch aus Bayern, also die haben eine gute Jugendarbeit in Bayern. Ja, genau. Und auch der hat die Möglichkeit, in diesem Jahr das 4. Mal zu gewinnen. Da würde er dann auf den Spuren ganz großer anderer Namen auch wandeln. Tommy Haas beispielsweise, der hat auch hier 4-mal gewonnen. Dass dann gleich 2 Spieler die Möglichkeit haben. Hat es noch nie gegeben. Das hat es noch nicht gegeben, nee, genau. Andreas, du bist 47 Jahre alt, spielst selber Tennis. Wenn du gegen diese U12er spielen würdest, gegen den Tom Sickenberger, wer würde gewinnen, Andreas Lohmann oder Tom Sickenberger? Das ist eine sehr unangenehme Frage, die du mir hier stellst. Ja, ich fürchte, der Tom Sickenberger würde gewinnen, allein aufgrund seiner Technik. Also das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie toll die Kids Tennis spielen. Und zwar habe ich ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Tennisplatz als der Tom, aber ich glaube, ich würde den Kürzeren ziehen. Ja, Andreas, dann bleibt mir nur noch, sich zu verabschieden. Ich würde jetzt gleich noch auf Stimmenfang gehen. Wünsche euch toi, toi, toi und dann sehen wir uns spätestens am Sonntag wieder. Ja, danke. Ciao. Freut mich. Tschüss. Lea, du bist hier Oberschiedsrichterin in Hiddesen. Was ist genau deine Aufgabe? Wie viel hast du zu tun? Also es ist eigentlich immer unterschiedlich. Zunächst beginnt das Turnier eigentlich mit der Auslosung, die ich dann zusammen mit dem Turnierteam erstelle. Dann natürlich die Erstellung des Spielplans. Und dann bin ich eigentlich für alle Fragen auf und um den Platz zuständig. Also wenn es Ärger untereinander gibt, wenn es Regelfragen gibt oder eben auch für Abbruch bei Regen, Dunkelheit. Das sind eigentlich so meine Hauptaufgaben. Die Kinder schießen sich selber. Ist das meistens problematisch oder selten problematisch? Also eigentlich kennen die Kinder das, die spielen ja sonst auch viele Turniere und es gibt ja auch die Regeln für das Spiel ohne Schiedsrichter, die sind denen eigentlich bekannt, die spielen ja relativ viel auch. Und das bedeutet, jeder schießt auf seiner Seite? Genau, jeder entscheidet auf seiner Seite und wenn es halt Probleme gibt, dann können natürlich wir dann auch eingreifen von der Turnierleitung, aber in der Regel sollten die das untereinander klären.